Ein Feuerwerk wurde abgebrannt musikalisch und dann wurde es auch noch richtig laut. Noch kein Offensivfeuerwerk, Tom, in der ersten Halbzeit. Wir haben ja nicht alle erwartet, ich glaube du auch, was du gesagt, von den beiden Mannschaften, dass es hier mehr Touchdowns gibt. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, also schlecht haben die beiden Offensiven nicht gespielt. Da waren halt ein paar Ballabgaben auf beiden Seiten. Also ich muss auf jeden Fall den also beiden Defenses auf den Rücken klopfen. Die haben bis jetzt sehr gut gespielt und das Spiel sehr spannend gemacht für alle. Berlin hat ja zweimal verloren gegen Barcelona während der Saison. Man sagt ja immer so, auch in der NFL, dreimal in einem Jahr verliert man nicht gegen ein Team. Macht das den Ausschlag vielleicht? Es könnte sein, dreimal jemanden zu schlagen, ist sehr schwierig. Auf der anderen Seite, Finale, Championship, da kann alles passieren. Du bist natürlich als Offensive-Line-Spieler, denke ich, ein bisschen interessiert jetzt hier an der Offensive-Line. Hast du schon einen gesehen, der möglicherweise vielleicht auch dein Nachfolger werden könnte von der NFL Europe? Zum Star in der NFL? Da sind immer viele dabei. Also ich kenne sogar einen persönlich, der TJ Washington, der für Berlin spielt, auch meine Position spielt. Der war nämlich bei uns im Camp letztes Jahr. Sehr guter Spieler, aber das Problem manchmal ist einfach, dass seine Mannschaft in der NFL halt nur so viele Plätze hat für einen Offensive Lineman. Und es ist halt manchmal schwierig für einen Spieler einfach eine Nische zu finden. Auf der anderen Seite, also Barcelona hat auch ein paar gute Spieler, die ich gesehen habe. Ich drücke allen die Daumen. Jetzt ein bisschen zum Unterschied zwischen der NFL Europe und der NFL für einen Spieler, so wie dich gerade in der Offensive Line. Hier wird wesentlich mehr geworfen, sagen alle Leute, das ist eine Passing-Liga. In der NFL muss man natürlich auch laufen können mit dem Ball, sonst hat man keinen Erfolg. Das haben die letzten Jahre immer wieder gezeigt. Ist das ein Nachteil gerade für einen Offensive Line-Spieler, wenn er hier in der NFL Europe spielt? Also bei mir persönlich muss ich sagen, vor allem da ich zu den Rams gegangen bin, ich weiß nicht, ob du unsere Spiele anguckst, wir werfen natürlich auch sehr viel. Es kommt halt ganz auf die Mannschaft drauf an, auf die Einstellung des Trainers. Ja, hier wird sehr viel geworfen, weil die NFL-Mannschaften halt ihre Quarterback sehen wollen in Aktion und dadurch halt viel werfen. Ich glaube, das schadet eigentlich nicht. Alles klar. Wir sehen natürlich vom Lütten am Ende des Spiels nochmal, da werden wir das Ganze aufarbeiten. Jetzt geht's weiter an der Seitenlinie mit Markus Gaub und Peter Waas. Coach Waas, your team made mistakes but wasn't really punished for it. Do you think that getting rid of nervousness is key to success in such a woeful game? I think you just have to continue to play hard and overcome adversity. Our guys have done that and they'll continue to do it. Thanks. Thank you. Also, ist ein bisschen kurz angebunden, muss jetzt wieder zu seinen Jungs. Er meint, wichtig ist natürlich hart zu spielen und alles abzulegen, was dann irgendwie daran hindern könnte, frei aufzuspielen. Ich gebe wieder ab, danke. Ja, das war also die Halbzeitpause in Amsterdam. Alles im grünen Bereich. Es steht 10-9 für Berlin Panda. Und da haben wir nochmal ein paar Highlights von Coolio und was der so geboten hat zur Pause. Also die Fans hatten sich hier Spaß. Mit Sicherheit, die Mannschaften mussten viel arbeiten. Auffällig, Tom Lütten hat das erwähnt, viele gute Einzelspieler in den Offensive Line, auf der Offensive Line Position bei beiden Teams, aber die Offensive Line als Ganzes auf beiden Seiten nicht befriedigend gespielt. Berlin lässt zu viel Druck, lässt zu viele Defensive Linemen an Jonathan Quinn heran. Die Folge ungenauer Pässe und die mögliche Interception, die ja im Backfield von Berlin passiert ist. Und Barcelonas Offensive Line gerühmt, auch für ihr gutes Lauf, für ihre gute Arbeit beim Laufspiel, konnte dieses in der ersten Halbzeit überhaupt nicht durchsetzen. Beide Defensive mit vielen, vielen Vorteilen im Moment. Das Duschspiel der NFL Europe wird Ihnen präsentiert von Lisa. Tja, die Amsterdam Arena hat also 30 Minuten World Bowl gesehen und nach 30 Minuten führt Berlin Panda mit einem Punkt. Wir hätten natürlich aus unserer Sicht wahrscheinlich nichts dagegen, wenn das am Ende genauso wäre. Mit einem Punkt, vielleicht noch ein paar mehr Touchdowns zwischendrin, als wir bis jetzt gesehen haben. Aber zumindest der eine war doch ein echtes Highlight. Quinn auf Duane Jones. Ja, Nervosität aus deiner Sicht ein Faktor bis jetzt? Ja, auf jeden Fall. Die Fehler, die passiert sind, sind für beide Teams eher untypisch. Vor allem in der Häufung, der sie aufgetreten sind. Und das lässt sich eigentlich nur so erklären, dass die Leute mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache sind, sondern sich eben in den größeren Rahmen einbinden und denken, oh, heute ist der World Bowl. Erstens meine letzte Chance, mich zu präsentieren.